Kovac verteidigt Perisic, bevor der auch nur beim FC Bayern angekommen ist. Coutinho ist auch bei den Bayern im Gespräch. Und Timo Werner läuft heiß. Das Idee des Tages. Und Freunde, ja, meine Stimme ist ein bisschen am Schwächeln heute. Also wenn ihr wollt, dass meine Stimme wieder die alte ist, dann einmal abonnieren. Der FC Bayern erntet ja für den bevorstehenden Transfer von Ivan Perisic schon so ein bisschen Kritik, bevor der auch überhaupt nur bestätigt worden ist. Ja, und das passt Niko Kovac nicht. Vor dem Pokalsieg der Bayern bei Cottbus gestern äußert er sich dazu. Man macht ja einen Spieler schlecht, egal ob er nun kommt. Jeder Spieler hat den nötigen Respekt verdient. Man kann nicht über eine B-, C- oder X-Lösung sprechen. Wir müssen uns alle fragen, ob das, was hier in letzter Zeit lief oder läuft, rechtens ist. Ivan Perisic soll ja vor einem Transfer stehen, der ein Jahr auf Leihe kommt, sprich 5 Millionen Euro Leihgebühr. Und dann sollen die Bayern im nächsten Sommer eine 20 Millionen Euro Kaufklausel haben. So, ist das jetzt eine Option B, C oder X? Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, wenn Option A ein 23-jähriger Leroy Sané ist, der beim besten Fußballverein oder der besten Fußballmannschaft der Welt spielt und insgesamt 200 Millionen Euro kostet, weil er einer der besten Jungflügelspieler der Welt ist, und dann Ivan Perisic kommt, der 30 ist, und bei Inter spielt, die gegen die Eintracht rausgeflogen sind in der Europa League und der außerdem keine sonderlich gute Saison gespielt hat, dann kann man darüber reden, ob es vielleicht zumindest mal keine A-Option ist. Ich meine, Freunde, wenn mir jemand anbietet, der schenkt mir einen Ferrari, dann ist das nice. Und wenn ich den Ferrari nicht bekomme und mir schenkt jemand einen Opel Corsa, dann ist das immer noch nett. Aber dann ist das trotzdem keine Option A. Ohne, dass ich hier Opel Corsa schlecht machen will. Außerdem wurden die Bayern gestern mit zwei weiteren Namen in Verbindung gebracht. Und einer von denen ist Philippe Coutinho. Der Mann, der beim FC Barcelona ja so ein bisschen außen vor ist und dessen Einsatzzeiten sicherlich nicht mehr geworden sind, nachdem Barca auch in diesem Sommer wieder die Offensive ordentlich ausgerüstet hat. Nun wird der FC Bayern mit einer Leihe von Coutinho in Verbindung gebracht, für die man keine Leihgebühr bezahlen müsste und nur das Gehalt von ca. 11 Millionen Euro übernehmen würde. So. Was daran allerdings nicht stimmt, ist, dass der FC Bayern an Barca herangetreten ist. Eher andersrum. Die Berater von Coutinho sollen den FC Bayern kontaktiert haben und gesagt haben, Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Und Coutinho ist ein guter Fußballer. Ich bin nicht sein allergrößter Fan. Er ist natürlich eher auf dem Flügel einsetzbar als ein James Rodriguez, aber man könnte darüber reden, ob nicht dann die James Rodriguez-Option die bessere gewesen wäre. Wie auch immer, Coutinho zum FC Bayern, könnte ich mir vorstellen, beide Situationen, beide Parteien brauchen einen Tapetenwechsel oder brauchen was Neues. Also warum denn nicht? Ein weiterer Mann, der mit dem FC Bayern ja immer in Verbindung gebracht wird, ist Timo Werner. Und der hat von RB scheinbar eine neue Deadline gesetzt bekommen. Und zwar soll er bis zum Anstoß des ersten Bundesligaspiels gegen Union Berlin am kommenden Wochenende entschieden haben, wie es um seine Zukunft bestellt ist. Und scheinbar ist RB Leipzig inzwischen bereit, schon irgendwas zwischen 30 und 35 Millionen Euro anzunehmen. Kriegt man Coutinho auf Leihbasis und muss also dieses Jahr keine große Ablöse mehr bezahlen, dann warum denn nicht 30 bis 35 für Timo Werner bezahlen und den jetzt schon an Bord holen. Außerdem soll der FC Bayern Interesse an Mikael Cuisance von Borussia Mönchengladbach haben. Das Mittelfeldtalent, inzwischen 19 Jahre alt, war in der letzten Saison ja nicht sonderlich glücklich, weil er nur auf 10, 11 Einsätze in der Bundesliga kam. Große Frage ist, ist dann der FC Bayern der nächste Entwicklungsschritt? Antwort, nein. Es ist nach wie vor so, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen noch etwas machen wollen. Gerne ein Spieler, der flexibel ist, der verschiedene Positionen spielen kann. So Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann nach der Verpflichtung von Ömer Toprak. Und wir wissen ja alle, dass eigentlich Benjamin Henrichs dabei die Option Nummer 1 gewesen wäre für Werder Bremen. Aber scheinbar hält Monaco an der Ablöseförderung fest, Forderung fest und sagt, Henrichs darf gehen, aber nur für den Betrag, den wir uns vorstellen, sprich 25 Millionen, so um den Dreh. Und es gibt auch keine Leihe, es gibt nur eine feste Verpflichtung. Und das heißt für die Werder, nicht finanzierbar. Und deshalb rutscht scheinbar der 25-jährige Andrea Conti vom AC Mailand immer mehr in den Werder-Fokus und Werder beschäftigt sich mit der Verpflichtung des Außenverteidigers. Der Mann galt vor 2-3 Jahren eigentlich als großes Talent, aber hatte großes Verletzungspech bei Mailand und ist deshalb relativ günstig zu haben. Die haben vor 2 Jahren noch 25 Millionen für ihn bezahlt. Das wäre in diesem Sommer garantiert nicht mehr die Forderung. Atletico Madrid will immer noch etwas in der Offensive tun und scheinbar hat man sich von der Verpflichtung von James Rodriguez verabschiedet. Unter anderem deshalb, weil der Lokalkonkurrent Real Madrid sagt, ja Freunde, ganz im Ernst, also richtig günstig kriegt ihr den natürlich nicht. So, und deshalb hat man sich jetzt scheinbar auf Rodrigo vom FC Valencia eingeschossen. Der Cousin von Bayern-Profi Thiago ist ja seit Monaten in allen möglichen Spekulationen drin und soll schon für ungefähr 60 bis 70, vielleicht 80 Millionen Euro zu haben sein. Jetzt hat Atletico Madrid zwar eigentlich ein ganz ordentliches Transferfenster bis jetzt gehabt und es sollte noch ein bisschen Geld da sein, aber scheinbar will man noch mehr Geld einnehmen, bevor man für Rodrigo bietet. Was dagegen spricht
Heute soll Rodrigo nicht mehr Mannschaftstraining gewesen sein, um den Transfer, gut, nicht zu forcieren, sondern einfach, um den voranzutreiben. Das scheint alles abgesprochen gewesen zu sein. Verkaufskandidaten sind natürlich Angel Correa, dem so ein bisschen die Fälle wegschwimmen, und Nikola Kalinic, der tatsächlich immer noch bei Atleti unter Vertrag steht. Das war's für heute, Freunde. Zwei weitere Videos findet ihr hier. Heute dann den Transferrückblick von mir und Flo und eventuell noch jemanden. Das war's von mir. Bis später.